Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz. Ich begrüße dich zu meinem HTML-Lehrgang HTML5 für Einsteiger. Wir sind mittlerweile bei der 8. Lektion angelangt und wollen uns hier dann mit einfachen Tabellen beschäftigen. Wie immer der Hinweis an dieser Stelle: zusätzliche Informationen oder auch zum Nachlesen, zum Üben unter www.html5.wirlernen.at. Wir begeben uns also in die 8. Lektion. Wir wollen uns hier etwas mit Tabellen beschäftigen. Tabellen sind insofern sehr praktisch, weil man mit Hilfe dieser Tabellen auch eine Seite etwas übersichtlicher gestalten könnte. Man richtet also praktisch eine Tabelle ein und gibt in eine Zelle zum Beispiel eine Grafik, dann einen Text. Und man gibt hier Grafiken rein und fügt dann entsprechende Überschriften ein, also Kopfzellen ein, um dann dem Betrachter der Webseite zeigen zu können, was sich jetzt in den einzelnen Spalten dann befindet. Ja, damit sind wir schon bei den Fachbegriffen. Man verwendet, um eine Tabelle erstellen zu können, in HTML den sogenannten Table Tag, Table für Tabelle. Eine Tabelle ist dann für sich folgendermaßen aufgebaut. Es gibt eben hier diesen Table Tag. Darin ist alles andere dann im Prinzip eingeschlossen. Und innerhalb dieses Table Tags kann man verschachtelt andere Text einführen. Das ist da TR Tag für eine Zeile in diesem Fall. Und innerhalb dieser TR-Tags gibt es dann zwei Möglichkeiten, dann stark vereinfacht gesagt natürlich, den TD-Tag, der erstmal für die entsprechenden Datenzellen, oder den TH-Tag für den Tabellenköpfe, H steht dann für Head in dem Fall. Und ja, wenn man das dann so einfügt, kann man Tabellen erzeugen. Man sieht das hier unten umgesetzt in einem Quelltext, der Table-Tag, ja, der reicht dann im Prinzip dann da herunter. Und der TR-Tag, der dann immer die einzelnen Zeilen angibt, und darum sind wieder dann mit einem TH-Tag dann die, in dem Fall die Kopfzellen und dann eben dann die Datenzellen dann angebracht. Wenn wir uns das Beispiel jetzt hier anschauen, wird das hier umgesetzt. Wenn wir uns den Quelltext wieder einblenden lassen, sehen wir das vorhin erwähnte Listing. Das heißt, dieser Bereich hier in der Kopfzelle würde dann das hier bedeuten. Das hier würde dann dies hier abbilden. Also so gesehen keine, nicht so wahnsinnig kompliziert. Schauen wir uns das jetzt hier mal an in einem Listing. Ich habe hier ein HTML-Grundgerüst und hier im Body füge ich das dementsprechend ein. Ich könnte jetzt hier anfangen, das händisch zu machen. Nehme ich hier Table, der bietet mir das dann hier schon an und könnte dann anfangen, hier weiterzugehen. Mache dann TR. Und so weiter, also mit dieser Autovervollständigung. Oder eine andere bequeme Möglichkeit besteht darin, dass ich hier eine Hilfestellung mir vom Skriptli hole, gehe auf Extras, Tabelle. Ich werde dann schon gefragt, wie viele Spalten und Zeilen ich möchte. Ich könnte zum Beispiel hier so drei Spalten, drei Zeilen, das wird dann hier schon so angegeben. Könnte hier dann Rahmen und andere Dinge dann festlegen. Ich mache es jetzt aber mal so, dass ich einfach hergehe und dann A hineinschreibe. Kann es bearbeiten, wenn man draufklickt oder mit F2 C, dass du siehst, wie sich das Ganze dann auswirkt. F, G, H und I. Und da lege ich fest, dass die Zellen in der ersten Zelle als TH-Zellen festgelegt und klicke auf OK. Und du siehst schon, dass ich hier dann die entsprechende Table Tag dann schon habe, den könnte ich mir jetzt hier anschauen, wird dann genauso abgebildet. Man sieht hier von der Darstellung recht schön, dass das, was in einem TH-Tag eingeschrieben wurde, hier etwas fetter dargestellt wird, also auch optisch sieht man Unterschied zwischen einem normalen TD-Tag und einem TH-Tag. Was HTML5-Spezialisten aufgefallen sein könnte, ist, dass man hier das Summary löschen könnte, weil es diesen Hinweis dann bei HTML5 nicht mehr gibt. Ja, nachdem wir schon wissen, wie man jetzt mit Tabellen umgeht, bleibt für mich der Verweis hier wieder auf die Aufgabenstellungen, dass sich hier genau durchzuarbeiten, um eben das Wissen, das man da erlangt hat, noch festigen zu können.